So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt. Wir spielen Magica zusammen mit The Vardrag. Und hallo Leute auf meinem Kanal, wir spielen Magica zusammen mit The Bloody Fox. Also ohne The, aber egal. Ohne The mit 13. Ja, wir haben überlegt, mal wieder was zusammen zu machen und überhaupt mal wieder, also ich überhaupt mal wieder was zu bringen. Ich und mal wieder was zu spielen mit ihm. Da wir vor kurzem dieses wundervolle Spiel bekommen haben und es uns so gefesselt hat und nächste Woche das Neue rauskommt, haben wir überlegt, wir kloppen Magica durch. Richtig, und der zweite Teil natürlich auch dann. Ihr seht das Spiel jetzt bei mir oder bei The Vardrag. Ihr könnt auch mal die andere Perspektive auf dem jeweils anderen Channel anschauen. Wir werden die auch gleichmäßig veröffentlichen. Ja. Das werden wir. So, dann würde ich sagen, wir haben ein neues Spiel begonnen. Wir spielen mit den Standardroben und auf zur Schunkelbedrohung. Jo, los geht's. Und noch ein Countdown. Gucken, ob ich das noch kann. Verweilt ein wenig und lauscht auf. Dann erzähle ich euch eine Geschichte. Sie handelt von Kerkern und Kriechechsen, Großorks und Goblins, Ghulen und Geistern, Königen und Erkundung, aber zuvorderst von Zauberern und von Zauberern eben. Long time no say. Vardrag, ist die Story bei dir nicht schon zu Ende? Nein. Wie nein? Es kommt gerade die Vorgeschichte zu Grimm hier. Hä? Ich sag dir Bescheid. So, jetzt. So, da Vlad sowieso immer nur in Zungen spricht, können wir da ruhig reinreden. Ich glaube, ja. Ich habe die Story zu zeitig weggeklickt. Ich glaube auch, da kam nämlich noch die ganze Geschichte von Grimnir und warum er da, von Grimnir. Ja, ich weiß gar nicht, warum die Story bei mir gerade nicht gleich kam. Da kam erst nichts, da habe ich geklickt. Also Leute, wenn ihr die ganze Story erfahren wollt, guckt mal rüber bei The Vardrag vorbei. Schaut da bei mir vorbei, ich habe alles und so, also, wir sind da, wir können, aufgerundet gerade das hier machen. Moment, konnten wir nicht das da machen? Ach, das da. Ich kann das auch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie meine Tastenbelegung ist. Das werden wir alles noch rausfinden. Also, wir können ja auch wildfremde Leute einfach mal verprügeln, aber eh bei denen tot haben. Vlad ist ein so bedeutender Mann. Vlad ist natürlich kein Vampir. Nein, not a vampire. Junge, wie konnte bei dir ist gerade eine Magica unter deinem Namen angezeigt worden die ganze Zeit. Ich habe keine Magica. Party! Ich habe Party gelesen. Ja, also die Leute schmeißen eine Weltenrettungsparty für uns. Weißt du, was wir nie probiert haben, uns im restlichen Gebäude umzusehen? Ich glaube, das habe ich damals schon probiert, aber es geht hier, glaube ich, nicht weiter groß. Oh. Wir haben uns hier ist ein ganzer Essenzahl. Wir haben uns hier nie umgeguckt. Vielleicht haben wir hier irgendwas verpasst, das letzte Mal. You need a rotor, you super Luke. Do to your super Luke, Rab Luke.
Na, aber immer doch. Ach, verrät er uns natürlich nicht. Doch, wir müssen bestimmt nochmal ansprechen. Quatsch ihn doch an. Mit der Faust! Hey, es hat geklappt mit der Faust. Oder hast du ihn angesprochen? Ich habe ihn angesprochen. Oh. So, wir haben... Die große Halle bei Harry Potter hier so ein bisschen, ne? Ach, Moment. Siehst du das? Ja, du läufst da... Moment, hier kann man... Ah, nee, man kann hier hochlaufen irgendwie. Genau, man kann da drüber laufen. Warte mal, das ist eine Tür. Ja, man bestimmt da hoch. Auf. Oh. Aber wir gucken uns mal im Rest von Hogwarts um. Ihr seht schon, also wir haben die Welt gerettet. Also, irgendjemand hat die Welt gerettet. Also, nee, wir haben die Welt gerettet und die schmeißen eine Weltrettungsparty für uns. Wir waren wirklich nie hier oben. Irgendwie nicht. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo... okay, hier gibt es gar keine Treppe. Ich habe zumindest noch keine gefunden. Wie kommst du da runter? Ich glaube, da kommen wir später erst runter. Das müssen wir später nochmal gucken. Du weißt wann. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Müssen wir mal gucken, ob das dann funktioniert. Das Feuer. Kann ich mich da anfangen? Weil ansonsten kommen wir nie wieder hierher, wenn wir dann... Aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen ja noch nicht zu viel vorne wegnehmen. Warte auf mich! Ich bin nicht so schnell wie sonst. Und ich bin nicht so bulky wie sonst. Ja, daran müssen wir uns erstmal gewöhnen. Ja. Wir haben sonst privat mit den Sonnenroben gespielt. Ja, mit zwei sehr schönen Sonnenroben. Tö-tö. Überraschung! Ja, der Käse ist alle. Bei Bellic gehen wir aber diesmal gleich nachgucken, ne? Wir werden natürlich versuchen, alles mitzunehmen, was wir so finden. Ja, es gibt in diesem Spiel sehr viele abseits der Wege zu entdecken, oder einiges. Ja, aber als allererstes... Nein! Banane! Drei Bretter drüber und dann Teppich. Ein Magier experimentiert man mit Kombinationen von bis zu 5 Elementen, um Zauber zu erschaffen. Das Experimentieren ist ein wichtiger Faktor. Es gibt tausende von Kombinationsmöglichkeiten. Aber um überhaupt Elemente beschwören zu können, benötigt man einen Stab. Hol dir einen aus der Waffenablage. Ja, damit haben wir jetzt erstmal ein bisschen was schon mal geklärt. Ihr seht. Ui, und wir haben gleich Leben bekommen. Ja, genau, wir haben gleich Leben bekommen. Ihr seht, seht ihr das da oder? Ich weiß nicht, da. Wir haben eine stumpfe Klinge. Wahrscheinlich jetzt beide eine stumpfe Klinge. Ja, und einen gewöhnlichen Zauberstab. Genau, und einen gewöhnlichen Zauberstab. In unseren Spezialdingern hatten wir natürlich coolere Sachen. Aber das können wir vielleicht später nochmal gucken. Ja genau, jetzt können wir auch mit Shift kann man jetzt auch ein bisschen mehr Schaden machen. Und dann kann ich mich zum Beispiel selber heilen. Oder ich kann ein... wie ging denn das jetzt? Moment. Hä, wie mache ich denn jetzt? Wir haben den Strahl noch nicht erlernt, glaube ich. Ich kann noch also nicht... unsere Fähigkeiten sind noch ziemlich eingeschränkt. Ach so, ich kann noch gar nichts gegen dich wirken. Genau, wir können jetzt hier, wie unten schon gestehen, brechlich, du bist vollkommen wiederhergestellt. Jetzt nutzt dein Schwert, um das Seil zu kappen, das ist den Weg. Ja, da war der Tipp weg. So, jetzt. Super. Jetzt kriegen wir das Element Erde. Wir haben unten rechts schon alle Elemente eingeblendet und können die jetzt mit den entsprechenden Tasten hier casten. Bam. Und je nachdem, wie viele Elemente wir da reinpacken, desto stärker werden die. Okay, Feuer ist ein Sprühzauber, verursacht Schaden mit der Zeit, verursacht Panik und trocknet nasse Ziele. Läufst du schon? Nee, ich hatte gerade Feuer da. Achso, deswegen, bei mir ging es gerade nicht. Ich wurde gerade irgendwie... Genau, wir haben jetzt F und können jetzt hier Feuer sprühen. Und ihr seht, das reicht noch nicht mit einem Feuer. Würdest du bitte mich nicht anzünden? Also es gibt doch Friendly Fire hier. Ja. Es gibt auch freundliches Feuer. Und man kann mit verschiedenen Zaubern verschiedene Mechanismen... What? Ja, das ganze Spiel geht darum, die Elemente zu kombinieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Stein schießen würden... schießen? Mit Rechtsstick würde der fliegen. Mit Feuer würden wir nur einen Flammenwerfer haben. Wenn wir das aber beides kombinieren, haben wir eine Bombe, die wir schießen können. Und die dann irgendwo explodiert. Und Flächenschaden. Genau. Und so... Das wird sich durch das ganze Spiel ziehen. Gibt es... teilweise dann auch Rätsel, wo wir genau das machen müssen. Weil ansonsten kommen wir mit dem Feuer gar nicht bis darüber. Ich war schneller. Ja, du hast mehr aufgeladen. Ich glaube, wir kriegen gleich das nächste Element. Genau.
Genau, Elektrizität, die dich diesmal übrigens nicht mehr heilen wird. So. Dich aber auch nicht. Mich hat sie nie geheilt. Aber wir können es mit Leben jetzt selbst heilen. So, was haben wir als nächstes? Ach so, wir müssen aufpassen. Hier werden wir nass. Ihr seht's, wir sind nass. Wenn wir nass sind, versuchen Elektro zu casten, dann könnten wir sterben. Zum Glück kann ich dich noch nicht wiederbeleben. Ach so, nee, die ist da. Jetzt habe ich mich getrocknet. Und jetzt kann ich alles ringsrum. Hey, ich kann dich sogar noch angreifen mit Elektro da. Erst so nett weiterzugehen, dass ich am nächsten Kontrollpunkt wiederlebe. Na, ausnahmsweise. Arkan. Jetzt haben wir Arkan dazu bekommen. Arkan. Siehst du das eigentlich, was ich jetzt mache? Ja, ich sehe alles. Also, ihr habt ja gesehen, dass die Blitze so ein Blitzmuster geben. Arkan macht aus allen Strahlen, die ziemlich weit gehen. Und es gibt auch viele Kombinationsmöglichkeiten, Gegenteile, wie man schon sieht hier, die sich dann in der Magikerleiste zum Beispiel auflösen. Zum Beispiel haben wir gerade Eis bekommen. Eis und Feuer kriegen und dann Feuer, verschwinden weiter. Zack, weg. Eis. Ihr seht, normalerweise sollte man hier vielleicht nicht langlaufen. Nicht zu lange. Ja, wir wollen halt nicht in Wein baden, ne? Genau, also eigentlich schon, aber das ist eine andere Geschichte. So, diesmal können wir uns auch mit Leben heilen, was wir vorher nicht konnten. Und da ist unsere erste Magika. Diese Bücher werden wir überall finden. Wir werden versuchen, alle mitzunehmen. Wir hatten, glaube ich, alle, außer die wir nicht bekommen konnten, weil wir es nicht vorbestellt hatten. Ja. Damals schon. Genau, jetzt haben wir Hast erlernt. Ich kann mich hier durch Feuer selber wieder befreien. Jetzt haben wir beide Hast erlernt. Jetzt können wir spezielle Kombinationen machen. Also ihr seht das. Das und das brauchen wir dazu. Also und was heißt das? Dass das Elektro, Arkan und Feuer. Jetzt kriegen wir einen besonderen Zauberspruch hier angezeigt. Leertaste drücken und dann können wir rennen und da... Nein! Ich hab's nicht geschafft. Okay. Ihr seht, wenn man dann rennt, dann ist man etwas schneller für eine bestimmte Zeit. So, hier machen wir einfach mal einen Donnerzauber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die mögen mich nicht. Oh, nicht auf dich. Das bringt sie jetzt nicht mehr. Im Multiplayer ist natürlich super, Zauber mit Arkan zu kombinieren, da man dadurch seine Kumpels nicht angreift. Das wusste ich gar nicht, das hast du mir noch gar nicht erzählt. Naja, weil wir keinen Fleckenschaden haben dadurch. Ach so, ich dachte, du kannst das nicht. Das war mir jetzt neu. Also ich kann dich trotzdem noch damit töten. Das ist nicht das Problem. Genau, das meine ich. Das wäre mir jetzt neu, wenn man mich... So. Und gleich werdet ihr das erste Mal, nachdem wir hier interagiert haben, unsere große Redekunst kennenlernen. Ja, wir verhandeln einfach hier mal. Vielleicht lässt er uns ja durch. Genau, wir reden mit ihm. Mit Sida Schauan, dem Augentyrann. Wir haben Schild dazu bekommen. Okay, ein Zauber, den ich sehr viel nutzen werde. Geh mal weg. Könnt ihr bitte vorbei? Ich glaube, er lässt uns nicht vorbei. Könnten wir bitte vorbei? Könnten wir bitte vorbei? Könnten wir bitte vorbei? Genau, wir können Schilde casten, die wir aufladen können. Und mein Favorit, bam, ein Riesensteinschild, der jetzt natürlich trotzdem nicht so über ist, aber trotzdem, also hier am Anfang ist er noch ziemlich über, den ich auch immer wieder aufladen kann. Und anders als normaler Schild bleibt der so lange, wie ich ihn, ja. Es gibt halt... Jetzt haben wir alle Elemente und können halt sehr viel kombinieren. Man kann zum Beispiel, wenn man Wasser und Eis macht, hat man, also wenn man Wasser und Kälte hat man Eis. Nur Kälte ist es halt nur kalt. Wir können zum Beispiel das da machen. Bam. Eine Eisbarriere. Man alle, die reinlaufen, werden langsamer. Minen legen. Die nur dich treffen mal wieder und ich wieder meine Überrüstung anhabe. Aber du, die Rüstung sieht gar nicht so dunkel aus wie sonst, ne? Ach doch, jetzt sieht man's. Hier, die Rüstung ist relativ hell. Ich brenne. Jetzt sollte ich mich natürlich schnellstens löschen. Ich lösche dich, warte! Jetzt muss ich mich natürlich wieder trocknen. Verdammt, ich weiß nicht, ich bin... Und, naja. Es gibt viele Kombinationen, die werden wir alle ein bisschen lustig durchprobieren. Es gibt viele Kombinationen, um seinen Freund zu töten.
Wow, ihr habt es geschafft. Wir haben Sidaschau an runtergeschickt, euch zu suchen. Ihr wisst schon, unseren Schoßaugentyrannen. Oh, ihr müsst ihn irgendwie verpasst haben. Wie auch immer. Angesichts des faulen Zauberers Prop ist es wohl besser, ihr verfügt über diese Magiker. Magie. Ja, wir sagen einfach Magie. Ja, wir haben die wichtigste Magie im Spiel gekriegt. Wiederbelebung. Ja. Vielleicht wäre es auch besser, ihr geht, bevor noch mehr Unfälle passieren. So, jetzt möchte ich aber gucken, ob wir hier einfach nochmal zurück können. Warte, ich folge dich. Natürlich nicht. Das heißt, wir müssen es wirklich später nochmal. Ja, also wir haben einfach ein paar Dinger und dann Teppich drüber gezogen. Wollen wir hier ein bisschen, Also wir haben jetzt hier unter uns kann man mit dem Scroll halt durchklicken durch die Rezepte der Magiki. Absturz auf den Desktop, die beste. Ja, dadurch wird das Spiel beendet. Und Wiederbelebung ist so ziemlich das Wichtigste im Spiel für uns im Multiplayer, weil damit kann man seinen Partner wiederbeleben. So, das heißt, wenn ich jetzt rein theoretisch Gladifox töten würde, was ich nie machen würde. Also niemals absichtlich. Kann ich mit Wiederbelebung ihn wieder herrufen. Genau, jetzt kann ich mich erstmal selber wiederbeleben. So ein bisschen. Und dann kann ich. Ich habe Angst, ich mach lieber ein Schild. Jetzt allerdings kann ich das hier machen. Ihr seht, also wir können hier auch wie wild einfach irgendwelche Leute niedermetzeln. Natürlich, die Nassen sind natürlich noch witziger. Genau, und was Martin jetzt gemacht hat, ist. Er hat sich ein Donnerschild geholt, der für eine bestimmte Zeit gilt und dann nimmt er keinen Schaden durch Donner. Das ist ein Elementar. Vielleicht mit den Leuten reden, vielleicht, bevor wir sie umbringen. Ach. Was? Nein! Seit wann reden wir denn mit Leuten? Ja, wir sind sehr nett. Wir sind overpowered, sind wir. So. Und man kann Leute hin und her schubsen mit Windzaubern. Mit normalem Windzauber. Meine! Achso, das ist nur der Stab von Saruman. Ja, es gibt verschiedene Waffen und Stäbe, ich kann dir mal kurz zeigen hier. Wir haben jetzt den Stab des Weißen Weisen und der erhöht Lichtreichweite, das heißt, wir sehen mehr im Dunkeln. Und wir haben eine aktive Fähigkeit, die wir später mal aktivieren können. Pam! Da kommt so ein Lichtblitz und alle rennen panisch vor uns weg von Gegnern. Also außer Bloody. Ja, ich renne in Panik weg. Oh, sag mal. Oh ja, das ging hier auch. Du hättest es unten einsetzen müssen. Ja, Moment, es geht ja gleich wieder. Okay. Der sagt nur, hier übt doch mal eure Zauber. Bla 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 bla. Wenn ich das jetzt hier einsetze, seht ihr, die Gegner rennen weg. Es ist, glaube ich, ein bisschen nicht gewollt, dass die, dass die Übungspuppen wegrennen, dass die Übungspuppen vor mir wegrennen. Aber hey. Aber es ist einfach unglaublich witzig. Aber hier unten geht's nicht weiter, ne? Ne, hier unten geht's, glaube ich, nicht weiter. Das wäre so eine gute für Sherlock Holmes eigentlich. Also, ne, die Einblendung sehen die ja gar nicht zu unseren. Huch, mein Mikrofon haut ab. Nicht gut, nicht gut. Nein, gar nicht gut. So, wir sind es. Okay, wie es aussieht, müssen wir uns vor Goblins in Acht nehmen. Dann tun wir das mal. Das ist mal ein toter Elch. Uns fehlen immer noch drei, die wir noch gar nicht hatten. Ja, also die Elche sind im ganzen Spiel verteilt. Genau. Ich würde sagen, wir gehen diesmal gleich hier rüber, weil Also man kann auch Flächenzauber machen, alle Zauber kann man als Strahl auf sich selbst, als Fläche und auf die Waffe legen. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Genau, das machen wir dann. Und wenn man über Wasser geht, will man das Wasser natürlich einfrieren. Und ja, mit Flächenzauber geht es am besten. Und man sieht schon... Warte, Moment, nicht. Wir untersuchen hier mal. Ups. Irgendwas ist da explodiert. Was ist da passiert? Der arme Balek, er hat es nicht ganz geschafft, das Käseproblem zu lösen. Wenigstens hat er eine Art Magie gefunden. Und Fett. Wir haben Fett erhalten. Okay, Fett ist eine sehr, sehr gefährliche, aber auch sehr witzige Synergie. Synergie Magie. Ihr seht, dort unten liegt jetzt Fett und wenn wir das jetzt entzünden, dann brennt es einfach mal eine halbe Ewigkeit. War hier oben eigentlich noch irgendwas? Ah, und macht übelst fetten Feuerschaden. Au, 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 au. Genau, war hier oben noch was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Boah, ich muss mich auch erst dran gewöhnen, dass wir so verletzlich sind. Gerade ich... Ist die Angst, dass ich hier ertrinke? Aber es sieht aus, als ob hier das Ende der Map... Nein, geh mal hier nach drüben. Ja, hier ist das Ende der Map. Ach nein.
Ich komme. Ich bin der weiße Zauberer mit meinem weißen Stab und meinem... Tau dich mal auf, sonst gehst du unter. Stimmt, kann ich ja selbst machen. Was war das denn gerade? Du bist gerade hingefallen. Könnt ihr mir natürlich ein Eisschild mit geben? Mit Kälten kannst du Wasser gefrieren. Ihr seht schon, da oben liegt noch eine Magie, aber da kommen wir jetzt noch nicht ran. Ja, da. Genau. Warte mal, bevor es auftaucht. Komm hier rüber. Wo läufst du denn hin? Ich lauf hier lang. So, jetzt werden wir... Da liegt noch jemand. Checkpoints. Ja, Checkpoints beleben dich, geben dir Gesundheit und machen ganz viele lustige Sachen, speichern deinen Spielstand und die sammeln wir ein. Ich habe schon wieder meinen Stab benutzt. Also, du kannst erstmal den Checkpoint aktivieren. Yay. So, dann sehen wir, hier hinten liegt irgendjemand. Mit dem quatschen wir noch und dann... Ein Mann im schwarzen Cape hat mich gebissen. Mir ist irgendwie nicht schummrig. Werd mich mal kurz hinlegen. So, was? Ein Mann mit schwarzen Cape? Ja, werden wir herausfinden, wer dieser schwarz-capige Mann ist und warum er ihn gebissen hat. Und was wartet am Ende dieser Straße auf uns? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von Magica. Bis dahin. Tschüss.